zu unserem achten Tagesbewerb. Favorisiert hier ist Programm Nummer 7, Reman Venus. Die Teilnehmer, die 10 Verbleibenden beim Anfang zur 1600 Meter Startmarke. Hier können wir durchwegs ein flottes Tempo erwarten. Nun sind es noch etwa 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer, ab! Ums Kommando bemächtigt sich hier gleich Programm Nummer 2, Wolfi Odrisch. Mit einem flotten Antritt von außen kommt allerdings auch Bara Diary gut weg. Innen Wolfi Odrisch, außen Bara Diary, die hier versucht, ihrerseits an die Spitze zu gelangen, jetzt allerdings zurückgenommen wird. In Führung Wolfi Odrisch. Dahinter an zweiter Stelle sieht man No Child Face an zweiter Position. Innen kommt Blättermann gut weiter, außen Bara Diary und in dritter Spur San Sicario. In Führung Wolfi Odrisch, der Herausforderer. In Front, dahinter an zweiter Stelle No Child Face, dann San Sicario, dahinter Bara Diary, innen Blättermann, Simonis Natural, Freeman Venus, Sherry, dann Born Alone. Den Abschluss macht Sami MS. Das Feld dicht geschlossen. In Führung nach wie vor Wolfi Odrisch. Dahinter No Child Face. Außen in zweiter Spur San Sicario. Innen Blättermann. Dann Bara Diary vor Sherry. Jetzt wird Freeman Venus in die dritte Spur zur Attacke beordert. Dahinter auch Born Alone. Und das alles nach dem ersten Kilometer von 1,13,5. Sieht man Wolfi Odrisch in Front, dahinter an der Innenkante sieht man No Child Face, während Freeman Venus hier mit einem Fehler reagiert. Vorne Wolfi Odrisch an zweiter Stelle, No Child Face, diese beiden Teilnehmer können sich ja absetzen vom Restfeld. Hier kommt noch Born Alone gut aus dem Feld heraus und innen Blättermann. Vorne Wolfi Odrisch, scheint hier alles klar zu sein für den Sieger. Wolfi Odrisch hat sich hier abgesetzt, No Child Face kann hier noch ein wenig mithalten und dürfte seinerseits den Ehrenplatz bekommen. Innen ist nach wie vor Wolfi Odrisch in Front und dürfte dieses Rennen auch gewinnen. Wolfi Odrisch gewinnt, zweiter wird No Child Face vor Sherry und dritter Born Alone. Vierter Born Alone.